Und damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Fiesta Online. So, wir waren stehen geblieben bei unseren Quest, die machen wir auch gleich weiter. Und wir haben heute das große Ziel, Level 20 zu werden. Das werden wir auch schaffen, vermutlich. Das hört sich doch gut an. Ja. Dann gucken wir gerade mal wieder im Nebelwald. Vielleicht gehen wir auch wieder zu der Gier. Müssen wir gerade mal schauen. Mal genau hingehen. Okay, ich gehe jetzt einfach mal zur Bucht der Gier. Bin ich jetzt gerade am besten. So. Ach, das ist eine Ente, das habe ich gerade gedacht. Oh mein Gott. Ja, so sind die Geräusche hier. Sehr gut. Okay, noch Eintritterlaubnis bis Level 20 auf jeden Fall. Dann ist ja gut. Okay. Dann gehen wir mal. War ja ein bisschen was zu tun auf jeden Fall. Haben hier gerade schön die Runde. So. Brauchen wir. Ah, brauchen wir noch nicht. Aber wir brauchen. Deine Schildis. Machen wir die auch mal. So. Sollte hier alles schnell zu schaffen sein. Vorausgesetzt, die Ops spawnen schnell. So, alles klar. Zwei, die machen wir schnell noch. Das kriegen wir ja schnell hin. So, noch eine. Stabisch. Und zack, jawohl. Okay, dann gehen wir weiter. Gehen wir runter zum Grabräuber und Kebi. Ist klar. Choco Clip Smarter Thief. Okay. Die auch gleich mit. Mal alles unterwegs mit, was wir kriegen können. So. Genau. Was mit? Ich freue mich auch schon auf die Level 20 Quest. Das steigt man nämlich auf. Das seht ihr nachher dann, was ich damit meine. Das werden wir auch, glaube ich, in diesem Part noch schaffen. Jetzt, wenn ich so weitermache, schaffen wir es auf jeden Fall. Da freue ich mich schon mega drauf. Mit. So, muss man nachher noch dran denken, Steine mitzunehmen. So. Dann hätten wir das auch erledigt und gehen weiter. Kommt's Kevin, gestohlene Seele, Grabräuber.
Okay. So, das sind noch unsere Grabräuber. Die Käbinger sind auch da. Ist klar. Geht nun mal los. Ja, eigentlich hätte man auch nicht sagen gehen können. Aber nun gut. Machen wir dann das nächste Mal. Werden noch öfters kriegen. Die brauchen ein bisschen länger schon. Und das Inventar schon wieder frei. Ja, Mensch. Das gibt's doch nicht. Jetzt sollten wir mal kurz die Karten öffnen. Das da können wir weg. Genau. Schnell alle. Dann haben wir auch wieder Platz. So, das sind 3. Eine Karte. Okay. Was ist das? So, unsere Steine sind jetzt auch leer. Oh je. So, ja, alles. Na komm. Stein ist ein bisschen blöd. Das kriegt man trotzdem hin. So. Noch alle um. Die Steine werden knapper. Aber ich glaube, das kriegt man gerade noch so hin. So. Zwei von denen. Grabräuberpumpen. So. Fehlt uns noch ein Käbing. So. Käbing hat die auch schon fertig. So. Dann noch ein Grabräuberhacke. Hätten wir das auch schon geschafft. So. Gibt es jetzt noch was? Nein, okay, dann geben wir auch gleich mal ab, gehen wir nach. Moment, auch. Dann schnell zum Abgeben.
halt runter müssen wir. Das war eigentlich ja auch Level halt rum und gleich mal noch Steine. Gleich als erstes. Zack, zack. Das braucht man nicht. Das kann weg. Ah, Kopfwärts brauchen wir jetzt gerade nicht. Zack, 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 das kann weg, das kann weg. Was ist denn was brauchst du? Halt, meine ich gerade nicht. Das können wir uns auch wieder holen, wenn wir es brauchen. Der Apfel kann weg. Okay. So. Dann geben wir mal ab. Natürlich, natürlich. Machen wir noch gerne. Ich will die Ente gehört. Ist das das? Cool. Schönes Reittier. Und wir nehmen Bilder mit. Und wir sind Level 20. Steht's aus, wie sie hat Level 20 erreicht. Sehr schön. Das gefällt mir. So, Robins Brille. Okay, geht mal hier die Quest ab. Gehen wir nämlich gleich in den Nebelwald. Werden wir jetzt auch die Quest so. Ich rede mit ihm, alles klar. Dann würde ich sagen, jetzt bringt ein Buff noch gut. Ich glaube, da geht schnell nach Elde. Holen uns noch schnell ein. So, bestimmen wir uns mit unserem neuen Level 20er Sachen aus. Buff. Warte mal kurz. So, ist viel los halt. Gerade gucken, steht hier ein Kläre? Jawohl. Der. Auf. Bitte. Bitte, bitte. Kein Clary? Da ist Clary. Keiner einen Buff geben. Ich probiere mal ohne. Abkürzung. Ich glaube, die sind auf, also wie es aussieht. Wo können wir da unten? Okay, alles klar, dann machen wir das einfach ohne Buff. Kriegt man auch so hin. Dann gehen wir in den Nebelwald. Dann seht ihr, was ich die ganze Zeit gemeint habe. TFK.
So, was meine ich damit? Wir haben nämlich ab Level 20. Sollten wir uns eigentlich erst die Quest holen? Verdammt. Okay, Frage ist, wo kriegt man die Quest? Ich glaube, das war im Moment. Jetzt gucken wir mal. Okay, dann gehen wir nochmal schnell nach oben. Ich glaube, da oben kriegt man sie, ne? So. Ist nur Robins Brille. Okay, dann müssen wir doch noch alles abgeben und holen. Keyhaus. Das 1 Home-Taste. SBN. Okay. Ja, ich hab's verstanden, was du eine Ente bist. Beginne die epische Quest. Atom ist hier. Ja, Kinderspiele. Ein Problem. Quest. An. Okay, dann gehen wir nach Ende. Schauen mal weiter. Gib mal doch rasch alles ab. Mach mal halt die Folge ein bisschen länger. Macht ja nichts. So, wache Nuss. Was hast du für uns? Was denn? Okay, der hat nichts mehr. Genau, ich glaube, da werden wir sogar gleich Level 21, wenn es hier so weitergeht. Sieht auch so aus. Sorge, ist klar. Okay. Wo ist das? Was ist das? Sieh mal gut. Das müsste eine 20er sein. Suche nach Peterine. Okay. Wir müssen nämlich erst zum Fallensteller werden. Dafür gibt es eine Level 20er Quest und es gibt es auch für 60. Wenn du wünschst, stärker zu sein. Ich glaube, das ist es.
Na klar, alleine jagen. Klar. So. So, was ist zum Tier? Ist das vorgekommen? Förderung. Oh. Quest beenden. So, der Weg zur Beförderung. Dann müssen wir jetzt in den Nebelwald. Gott sei Dank. Okay, dann machen wir das auch gleich. Ich freue mich auf die Quest mega. Jetzt kriegst du mal Mauerschnarre auf. So. Genau. Dann sortieren wir hier alles gleich nochmal. Weiter, Quest annehmen, Quest annehmen. So. Ja, ich denke schon. Den Schatten verliest und auf geht's. Oh, das ist nämlich jetzt mein Double. So, und den müssen wir probieren zu töten. Ohne dass wir sterben. So, das kann ich gerade nicht mehr laufen. Das ist ganz normal. Er braucht seinen Vorsprung. Oh, jetzt können wir hinterher. Kriegt noch gut Schaden wegen meinem Debuff. Gehen wir schön weiter. Halt ein bisschen so, dann müssen wir hier die kleinen Mopsi killen. Genau. So, dann von dem ich zum Fallensteller befördert werden, kriegt man diese Rüstung. Schöne neue Waffe. Damit man mehr Damage machen. So, dann geht's auch schon weiter. Okay. Dann können wir die Skelette hier noch. Oh. Bogenschützen. Sollte alles kein Problem sein für uns. So, jawohl. So, dann hätten wir den Raum auch erledigt. Dann geht's weiter ins Vergnügen. Doch keine Karte zum Angucken. So. Mit euch hübschen Kühlen weiter. Es geht auch ohne Buff gut. Also wenn ihr die macht, ihr braucht nicht unbedingt einen Buff. Könnt auch eure Rüstung ausziehen. Dann wird er nämlich genauso stark wie ihr. Und könnt dann beim Kampf dann wieder die Rüstung anziehen, dann seid ihr sogar ein bisschen stärker, aber braucht ihr eigentlich nicht unbedingt.
sondern blau mit diesen hübschen Kristallen blauen Licht. Schön dunkel, obwohl die Fackeln an sind. Lustig. Jetzt kommt nämlich der Hauptkampf gegen unseren Double. So, da wären wir. Ist unser Double gleich kommen? So, da ist er. Sei bereit, ich bin bereit. So, kühlen wir erstmal diese Mobs hier. Die hauen nämlich schön rein mit Schaden. Oh. Schaut sehr gut aus. Ja, nicht sterben. Ich möchte es hier nicht nochmal machen. Und dann geht's weiter mit unseren schönen Kollegen. Oh, mal um. Da gibt's kein Wenn und Aber. Wir sind stärker, wenn es noch nicht so aussieht. Oh, klar, haben wir es geschafft. Na, komm. So, gleich hämmern. Und dann hätten wir ihn geschafft. Sehr gut. Juhu. 30 Sekunden zurück. So, jetzt werden wir, offiziell zum Fallensteller befördert, da wir es geschafft haben. Juhu. Kleines Tänzchen machen. Aha. 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 So. Jetzt kommt nämlich gleich dieser schöne Erfolg. Wir nehmen den Armbrust. Ich stehe auf dem Push. Armbrust. Und da seht ihr es. Zwiesi hat das Level Fallensteller erreicht. Herzlichen Glückwunsch. Kann man nämlich auch gleich Waffe anziehen. Und gehen gleich rüber nach Elderine, ziehen es nach unsere neue Richtung an. Können wir nämlich das nächste Mal wieder mit den Questen weitermachen. Ja, so eine Quest gibt es bei Level 60 dann wieder. Ja, das nächste Mal einiges zu tun auf jeden Fall. Schnell alles. Ich glaube, Money haben wir ja genug. So. Kaufen. So, Waffe haben wir ja schon. So, da ist sie. 20, 20, 20, 20. Und dann geht's weiter mit 30. Ziehen wir uns alles an. Das haben wir schon. Das haben wir jetzt mal. Das haben wir. Die Hose noch. So. Da werden wir auf jeden Fall fertig ausgerüstet. So sieht ein Level 20er aus. Da werden wir das nächste Mal noch die Waffe gleich verbessern. Unsere neue Fähigkeiten holen und an dieser Stelle verabschiede mich dann. Wir sehen uns das nächste Mal bei Let's Play Fiesta Online. Ciao, euer Sveezy. Und lasst einen Daumen nach oben da, nicht vergessen. Ciao.